Ich weiß, wie das geht. Ich habe genügend Erfahrung. Tada! Ich habe den Weg schon gefunden. Soweit zu deinem Bezahlen, was? Nichts wie rein in den Hive. Ich frag mich dann, ob ich dann auch von vorne rausgehen kann. Ich glaube nicht. So. Und wir sind drin. So. Toiletten. Oh, sogar Bier auf den Toiletten. Ey, wie genial. Ich bin aus der Damentoilette gekommen. Das wäre irgendwie nicht gut gewesen. Das wäre verdächtig gewesen. PDA. Okay. Gleich mal lesen. Sicherheitsupdate. Der Bulle hat Fragen über unseren kleinen Kellerclub gestellt. Hat jemand Regel Nummer 1 gebrochen? Falls er oder jemand anders nochmal Fragen stellt, schneide ich dem Kerl, der geplaudert hat, die Haie ab. Jedenfalls gilt ab sofort ein neuer Zugangscode für den Keller. 0815. Prägt ihn euch ein und löscht diese Nachricht. Jemand hat sie wohl nicht gelöscht. Dessen Pech. Ah, hier habe ich den Code für. Na gut, ich hacke am besten nicht. Das könnte schlecht rauskommen. Reden wir mal mit Bobby Bau. Was soll's denn sein? Ich nehme mal einen Drink. Einen Phoenix. Ein Golden Phoenix Sling. Oh, der Herr hat Geschmack, hä? Ausgezeichnete Wahl. Hier, viel Spaß damit. Was Yeah. soll's denn sein? So, jetzt stellen wir aber mal Fragen. Ich muss mit Tom reden. Müssen wir das nicht alle? Versuchen Sie es oben in der VIP-Lounge. Okay, alles klar. So, wir wollen hier aber auch ein bisschen Spaß haben. Deswegen habe ich mir auch mal so einen kleinen Drink gegönnt. Wow, der ist nicht schlecht, was? Bin ich das so eine. So. Mein PDA! Lol. Das ist der PDA, den er verloren hat. Super. Manager, okay. Speichern. Weil jetzt müssen wir so ein kleines verbales Duell machen. Ein Duell mit Worten. Arbeiten Sie hier? Ja. Das könnte man sagen. Gut. Ich muss sehen, Boss. Wirklich? Nun, das tut mir leid, Gwailo. Aber Tong Sihung empfängt heute niemanden. Hören Sie, ich bin nicht um die halbe Welt gereist, um ein Nein zu akzeptieren. Tun Sie uns beiden einen Gefallen und sagen Sie mir, wo er ist. Oder was? Werden Sie dann wütend und reißen mit Ihren Optimierungen ein paar Wände ein? Dieser Ort heißt nicht umsonst Bienenstock. Hier gibt es jede Menge Arbeiter, die dann aus den Waben kommen, um sie aufzuhalten. Was kann Mr. Tong Ihrer Meinung nach für Sie tun? Ich suche einen Cybersicherheitsspezialisten namens Arifan. Ganz viel Alpha. Kennen ich muss Sie? Ganz klar auf Alpha gehen. Nie von ihm gehört. Was hat er getan? Ihr Mädchen gestohlen? Schuldet er Ihnen Geld? Er hat einen Auftrag vermasselt und jetzt ist er auf der Flucht vor seinen Auftraggebern. Aber das wussten sie ja schon, denn jemand wie Mr. Tong beschäftigt keine Idioten. Und an diesen Ort kommen Leute wie Van Bruggen zuerst, wenn sie Hilfe brauchen. Also vergeuden Sie nicht meine Zeit und bringen Sie mich zu Tong. Sie verwechseln da was, Junge. Sie vergeuden meine Zeit. Van Bruggen ist ein kleines Licht. Tong weiß, wo er ist, aber es ist ihm egal. Er muss sich um wichtigere Dinge kümmern. Auf den Punkt bringen. Sie haben keine Ahnung, wie groß die Sache ist. Also gehen Sie mir aus dem Weg und lassen Sie mich zu Tong, bevor ich ungemütlich werde.
Glauben Sie, ich falle darauf rein, Van Brücken hat einen großen Fisch geärgert und Tom kann so eine Entwicklung in seinem Staat keinesfalls ignorieren. Wenn Sie Van Brücken noch nicht auf den Radar haben, hinkt ganz schön hinterher. Ich kann ihm helfen, aber dazu müssen wir unseren Informanten bündeln, auf den Punkt bringen. Glauben Sie, ich falle darauf rein. Kleine Lichter erregen selten so viel Aufmerksamkeit und ihre Apartments werden auch nur selten von Belltower-Soldaten überwacht. Van Brücken hat einen großen Fisch verärgert und Tong kann so eine Entwicklung in seiner Stadt keinesfalls ignorieren. Sie sind cleverer, als Sie aussehen. Ja, Tong beobachtet das alles in der Tat sehr genau. Wie Sie schon sagten, er ist kein Idiot. Van Brücken ist im Moment die heiße Überzeugungsstufe hoch. Aber niemand in Hengsha wird einen Außenseiter daran beteiligen. Vor allem keinen Gweilo. Sie wissen einfach nicht, wie das Spiel hier gespielt wird. Ach ja. Pheromone. Ganz viel A. Alpha können besänftigt werden. Beta reagieren auf diesen Ansatz verärgert. Sehen Sie den Bodyguard hat. Wenn Sie den Gweilo übers Ohr hauen wollen, müssen Sie Ihre Leute besser ausbilden. Alles an ihm schreit förmlich, wer Sie wirklich sind. Mr. Tom. Und jetzt sollten wir irgendwo hingehen, wo wir unter uns sind. Sonst erfährt jeder im Club, was Sie hier verbergen. Ich glaube, das hat gesessen. Na schön. Yes! Wir treffen uns in meinem Büro. Unten im Keller. Die Männer werden Sie durchlassen. Super. 3 Praxispunkte, super. Silberzunge. Sehr gut. Jetzt haben wir aber ganz schön viel Optimierungen. Was machen wir denn? Schwere Objekte bewegen und werfen. Rückstoßdämpfung. Nee, also erstmal mehr, dass wir mehr tragen können. Das lohnt sich auf jeden Fall. Beschleunigt die Energieaufladung. Das lohnt sich. Gewährt eine zusätzliche Energiezelle. Also das Beschleunigen der Energieladung wäre vielleicht noch was. Das haben wir ja alles schon voll. Sammeln Sie Informationen über die Knoten eines Netzwerks, okay. Icarus Landesystem. Verletzungsfreie Stürze aus großen Höhen. Wow, das klingt gut. Ich glaube, ich mache das. Das lohnt sich. Dann können wir einfach immer überall runterjumpen. Ist cool. So. Okay, und wo geht's hier lang? Na, ihr wisst schon, ich bin so ein bisschen neugierig, deswegen schaue ich mir immer gerne sowas an. Leute, sieht er mich jetzt? Perfekte Position, um ihn zu erschießen. So. Speichern. Also. Jetzt sind wir unter uns. Ich schlage vor, Sie sagen mir, für wen Sie arbeiten, und ich entscheide dann, was ich Ihnen von Van Brücken erzähle. Sagt Ihnen der Name Seraph Industries irgendwas? Seraph Industries? Das amerikanische Unternehmen, das kürzlich auf allen Titelblättern war? Sie sind noch im Geschäft? Warum denn nicht? Sehen Sie keine Nachrichten? Den Biotech-Unternehmen geht's zurzeit nicht so gut. Vor allem denen, die Optimierungen herstellen. Van Brücken ist in den Alice Garden Pots. Kapsel 301. Ein richtiges Rattenloch. Aber manchmal ganz nützlich. Wenn Sie gehen, sollte er im selben Zustand sein wie vorher. Und wenn nicht? Ihre Entscheidung. Aber Ihre Implantate könnten an jemand anderem noch beeindruckender aussehen. Okay, alles klar. Gut, dann hätten wir das erledigt. Nein, Sie hatten recht. Tong hilft Van Brücken. Er hat ihn in den Alice Garden Pots untergebracht. Das war zu erwarten. Ein Hacker, der sich mit Firewalls von Unternehmen auskennt, wäre für die Triaden überaus wertvoll. Ich bin gerade bei den Pots, Jensen. Soll ich Ihnen den Rücken frei halten? Nein, Sie bringen sich nicht in Gefahr. Gehst du schon, Langnase? Wieso genehmigst du dir nicht einen Drink, bevor du verschwindest? Vielleicht hat Bobby ja was für dich. Bobby? Der Barkeeper. Der echte Barkeeper. Danke. Ich überleg's mir.
Mach das. Tschüss. Ich hatte eh schon einen Drink. Was willst du von mir? Deswegen habe ich den einen Drink genommen. So. Gut. Dann hätten wir das auch erledigt. Sehr schön. So, ich muss jetzt irgendwie da runter. Ich könnte... Ja, hier muss ich durch, ganz sicher. So. Ich muss sagen, ich würde ehrlich gesagt auch mal gerne nach Japan oder China reisen. Das wäre echt mal interessant, in so eine etwas weit entfernte... in ein etwas weit entferntes Land zu reisen, so. Alice Garden Pots. So. Okay, jetzt suchen wir mal den Typen. So, hier durch und dann hier rauf. Gut. Jensen, ich war gerade auf dem Weg nach draußen. Was machen Sie hier, Malik? Ich sagte doch, ich übernehme das. Ich weiß es, ich habe nichts gemacht. Komisch. Van Brocken gehört Ihnen. Moment mal, da stimmt doch was nicht. Was ist los? Warum sind Sie hier? Es ist nichts. Darf denn ein Mädchen keine Geheimnisse haben? Okay, sie ist vor allem Beta. Malik? Jensen, wenn Sie es wagen, Ihre Kusio-Mod einzusetzen, fangen Sie eine. Das würde ich nie tun. Ich bin nur beunruhigt, das ist alles. Also schön, weil Sie so verdammt neugierig sind. Ich habe vor Jahren hier gelebt, wissen Sie noch? Meine Freundin, meine beste Freundin, Evelyn. Sie war wie eine Schwester für mich. Mit ihr war das Leben hier ein einziger Spaß. Aber dann gab es diesen Unfall. Sie ist tot. Tut mir leid, Malik. Moment, Jensen, ich bin noch nicht fertig. Ich dachte, ich käme drüber weg, aber... Ich weiß, dass sie nicht einfach gestorben ist. Sie wurde umgebracht, ermordet. Von ihrem miesen, nichtsnutzigen Freund. Ich weiß, dass er es getan hat. Ich wusste, dass es mit ihm Ärger geben würde, von Anfang an. Aber sie wollte einfach nicht auf mich hören. Ruhig, Malik. Wäre ihre Freundin ermordet worden, hätte die Polizei doch Verdacht geschöpft. Es hätte Ermittlungen gegeben. Das ist es ja. Es gab eben keine Ermittlungen. Sie sagten, sie sei die Treppe runtergefallen. Es sei ein ganz normaler Unfall gewesen. Aber ihre Verletzungen, wie sie gestorben ist, das passt nicht dazu. Das geht aus der Analyse der Blutspritzer klar hervor. Blutspritzer? Sie haben den Polizeibericht gelesen? Ja. Ein Freund hat in einem der Pots eine Kopie für mich hinterlassen. Hören Sie, ich weiß, es klingt verrückt, aber ich glaube, da wurde was vertuscht. Ich muss es nur beweisen. Wenn ich den Autopsiebericht hätte, der nie aufgetaucht ist, könnte ich die Wahrheit herausfinden. Außer... Wieso beschleicht mich die Ahnung, da gleich mit reingezogen zu werden? Hören Sie, Jensen, es tut mir leid. Ich weiß, dass Van Brocken Vorrang hat. Und ich habe gesagt, dass es meine Sache ist und ich mich darum kümmere. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir, dass das Ganze eine Nummer zu groß für mich ist. Ich bin nur eine Pilotin. Ich bin kein verdammter Cop. Aber ich muss die Wahrheit wissen. Erstmal ein bisschen mehr Details. Aufgabe. Dieser Autopsiebericht. Was würden Sie damit machen, wenn Sie ihn hätten? Ich bin nicht sicher. Wie gesagt, ich bin Pilotin, kein Cop. Aber ich musste einfach etwas tun, solange ich die Gelegenheit dazu hatte. Vielleicht, wenn Sie den Bericht haben und wir seinen Inhalt kennen, könnten wir improvisieren. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, nehmen wir mal die Aufgabe an. Okay, ich helfe Ihnen. Was soll ich tun? Mein Kontakt arbeitet für Limp. Er ist Systemtechniker und hat anscheinend Zugriff auf die gesamte Datenbank. Er ist bereit, eine Kopie von Evelyns Autopsiebericht rauszurücken. Ich soll ihn also treffen und den Bericht holen, richtig? Ja, aber Sie müssen die richtige Parole sagen. Tod und Leben haben ihre Bestimmung. Darauf wird er antworten, Reichtum und Ansehen hängen vom Willen des Himmels ab. Meine Güte, Malik. Das klingt ja wie aus einem schlechten Agentenfilm. Ich weiß, das ist reiner Selbstschutz. Ich habe mir das blöde Zitat nicht ausgesucht. Spielen Sie einfach mit und vergessen Sie Ihren Text nicht, okay? Sie finden ihn in der Lobby der Limp-Klinik von Lower Hangshaw. Hat der Knabe auch einen Namen? Keinen, den ich kenne. Mir hat er sich als Mr. X vorgestellt.
Ich weiß. Mr. X. Okay, sonst noch was? Ja, bevor ich es vergesse, alles über Evelyns Unfall. Zeitungsartikel, den Polizeibericht, Details über Limp finden Sie in Pod 009 hier im Hotel. Sie sollten es sich wirklich mal durchlesen, falls möglich. Pod 9, alles klar. Ich muss gehen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was Neues haben und danke. Ich weiß das wirklich zu schätzen, Jensen. Alles klar. Ja klar, helfen wir hier. Wir sind doch kein Riesenarschloch. Also hier müsste es irgendwo einen Pod geben, wo diese Infos sind. Hier irgendwo. Hier. Gut, das könnt ihr euch durch... Oh Mann, aber jetzt ist so ein blöder Text darunter. Der nervt. Okay, hier PDA. Lesen wir uns das mal schnell durch. Polizeibericht, Flygirl. Der Limp-Kontakt ist bereit, sich heute Abend mit Ihnen zu treffen. Ich weiß nicht, wie groß oder klein diese Chance ist. Und wie lange wir sie ergreifen können. Aber eine andere Spur haben wir nicht. Hoffentlich können wir ihm trauen. Er hat das größte Teil dieses Puzzles. Tut mir leid, dass ich nicht mehr tun kann. Es tut mir zwar in der Seele weh, Lee laufen zu lassen, aber mir sind die Hände gebunden. Wenn mein Vorgesetzter erfährt, dass ich mit ihnen geredet habe, bin ich meine Marke los. Okay. So, hier ist noch ein E-Book. Ah, das war mal... Nein, es geht nur bis hier, okay. Damit ihr euch das hier durchlesen könnt. So. Ja. Alles klar, ich würde sagen, wir kümmern uns zuerst mal um die Nebenmission. Bier! Noch mehr Bier! Ja! Bier ist toll! So. So, nichts wie raus. Um die Hauptmission können wir uns ja immer noch später kümmern. Nebenmissionen haben für mich eigentlich grundsätzlich fast immer Vorrang. Die müssen ja so oder so erledigt werden, also wieso nicht gerade jetzt? So. Also, wo müssen wir lang? Dort nach hinten. Ich hab das Gefühl, hier kann man nur mit dem Heu enden. Ist hier gesperrt? Ich hoffe nicht. Ah, ne. Doch nicht. Die Limp-Klinik ist gerade hier in der Nähe und sie fragt danach, wo sie ist. Interessant. Okay, ja stimmt, wir könnten uns hier eigentlich ein Praxiskit kaufen, falls wir jetzt genug Geld hätten. Hätten wir auch, ja okay. So viel im Plus ist das auch wieder nicht. Hä? Hä? Ah, ich muss wahrscheinlich irgendjemanden selber ansprechen oder so. Okay. Typhoon, Praxiskit, ne. Brauchen wir jetzt alles nicht. Ja, bla bla bla. Vielleicht, ja, Mr. X hier. Sehen Sie nicht, dass ich beschäftigt bin? Nerven Sie jemand anderen. Mein Fehler. Tod und Leben haben ihre Bestimmung. Was? Oh, und Reichtum und Ansehen hängen vom Willen des Himmels ab. Sehr gut. Okay, was jetzt? Sie haben überall Augen und Ohren. Wir treffen uns vor der Klinik. Gehen Sie an der Vorderseite nach links die Treppe runter. Ich warte an der Ecke auf Sie. Okay, alles klar. Autopsiebericht besorgen. Machen wir das mal schnell. Ja, dann haben wir doch die Nebenmission gleich erledigt. Super. Geht doch ganz flott von der Hand, wenn wir sie jetzt schon erledigt haben. So, und jetzt lab mal ein bisschen schneller, ja? Spiel. Danke. So. Also da unten ist er irgendwo.
Was? Ja, schon. Ja, ich bin ja schon da. Ich bin froh, dass Sie endlich einen Profi geschickt haben. Dann sind wir schon zu zweit. Okay, ich hatte eigentlich jemand anderen erwartet. Es hieß, ich würde mich mit einem Mädchen treffen. Woher soll ich wissen, dass Sie kein Hochstapler oder Doppelagent sind? Denken Sie nicht, ich wüsste nicht, dass das alles eine raffinierte Falle sein könnte. Nichts für ungut, Mr. X oder wie auch immer Sie heißen. Aber ich habe nur wenig Zeit. Geben Sie mir einfach, was ich brauche und schon bin ich wieder weg. Ja, ja, ich habe ihn hier. Evelyn Carmichaels Autopsiebericht. Hier, nehmen Sie ihn. Danke. Sie werden diese Informationen doch sinnvoll nutzen, oder? Um die Gerechtigkeit ist es neuerdings nicht gerade gut bestellt. Mir blutet das Herz, wenn ich sehe, wie diese Stadt, die einmal ein Zentrum für Reformen und den Kampf gegen unsere kommunistische Vergangenheit war, mehr und mehr in Bürokratie und Korruption versinkt. Aber die Korruption kennt man von ihren westlichen Regierungen, ja. Wenn Sie das sagen. Jetzt muss ich aber wirklich langsam los. Tja, dann reden wir mal über mein Honorar. Oh. 1000 Credits waren vereinbart, wenn ich mich nicht irre. Oder etwa nicht? Was sagten Sie gleich noch über Korruption? Ja, toll, ich will nicht bezahlen. Ach, und noch ein Tipp. Wenn Sie von jemandem Geld wollen, geben Sie ihm nicht, was er will, bevor Sie versuchen, ihn zu bescheißen. Was? Was? Heißt das, Sie bezahlen ja nicht? Ja. Aber ich habe für diese Akte viel riskiert. Verbuchen Sie es als Lehrgeld und verschwinden Sie. Sie... Okay. Ich hätte Ihnen nicht trauen sollen. Sie... Ja, ich habe aber keine 1000. Mann. Ich will jetzt nicht, dass er mich hasst. Ich mag das nicht, wenn Leute mich hassen. Nee. Gut, dann... Ja, ich habe aber nicht genug. Toll. Super. Ja, vielleicht kann ich ihn mit annehmen und dann irgendwie... Ich hätte ihn nicht trauen. Oh, das kann es doch jetzt nicht sein. Ja, dann ist es der Safe hier. Mann. So. Ja, bla 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 bla. Kommen Sie schon! Ja, schon gut. Nichts für uns. Ja. Danke. Sie werden. Wenn Sie da. Bla bla. Was sagten Sie gleich noch über die Korruption? Geschäft ist Geschäft. Ich bin sicher, man hat Sie über dieses Detail informiert. Nein. Nein, man hat mich über dieses Detail nicht informiert. Aber egal, nehmen Sie Ihr Geld. Ich hoffe, der Bericht ist es wert. Oh, das ist er ganz bestimmt. Klar. Wer auch immer verhindern wollte, dass diese Informationen publik werden, hat viel Geld dafür hingeblättert. So dumm, dass die Satzung von LIMP die Löschung interner Daten ausdrücklich verbietet. Aus rechtlichen Gründen, wissen Sie? Rechtlich, okay. War schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen, X. Ach, ich bin so bescheuert. Natürlich, ich hab genug. Ich bin echt bescheuert. Egal, gut. So, hier, PDA. Selbstnotiz nach Extraktion, alle Spuren entfernen. Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun. X, Kopie, Autopsiebericht, siehe unten. Entgelten, ja. Polizeibericht? Ah, ne. Also,